Moin und hallo zu einer neuen Folge, beziehungsweise zu einem kurzen Update mehr oder weniger zum Apple-Problem. Ich hatte in dem letzten Vlogcast mit BE darüber gesprochen, was ich Probleme mit dem MacBook hatte. Hatte dann einen Termin mit dem Apple Service Provider gemacht, bin da hingegangen, habe dann aber gemerkt, ich habe keine wirkliche Story zum Video gehabt. Die Leute waren ganz kompetent, wir haben das Ding nochmal zurückgesetzt und für alle, die es interessiert, was es nun war, die konnten nicht helfen wirklich. Die haben gemeint, entweder geht die SD-Karte oder sie geht nicht. Habe ich dann auch probiert, habe das Ding nochmal zurückgesetzt hin und her, ist alles long story, war jetzt aber im Endeffekt nochmal im Apple Store. Nachdem der eine Termin damals bei diesem Apple Service Provider nicht funktioniert hat, bin ich jetzt nochmal im Apple Store, wie man unschwer erkennen kann. Und ich hoffe, die können das diesmal fixen, das ganze SD-Kartenproblem. Die haben das Ding da behalten, haben das tatsächlich schnell innerhalb von 2 Tagen herausgefunden, was es ist. Und zwar war bei dem MacBook die Artikelnummer 661-38312 Board Write Input Output kaputt. Also genau die Schnittstelle für den USB und die SD-Karte. Kostet 42 €, und warum heißt das ganze Video dann, wie solltest du mit Hatern umgehen? Und zwar fand ich das mega geil, wirklich bei dem Vlogcast, dass es Leute gab, besonders ein Kollege, STPCMT, der hatte exakt das Problem schon rausgefunden. Also das Bauteil, was jetzt hier jetzt getauscht wurde von Apple, hat er damals schon in den Kommentaren geschrieben und ich fand das so geil. Ja, ich hatte davon keine Ahnung. Er ist anscheinend ein echter Experte, wenn es darum geht. Das hatte der Apple Service Provider nicht rausgefunden. Die Leute am Service Desk bei Apple in dem Chat auch nicht wirklich. Die jetzt im Store mit Drängen und hin und her und dass ich den live nochmal gecheckt habe mit MacBook Air, wie die eigentliche Verbindung ist, haben es dann aber auch rausgefunden. War ich ganz froh drüber. Habe jetzt nichts bezahlt wegen Apple Care Protection Plan. Aber um zurück zum Main-Thema zu kommen, mit Hatern auf YouTube. Ich habe da halt so gesehen, dass es so geil ist. Du hast halt auf YouTube verschiedene Arten von Leuten. Und ich habe das bei dem Vlogcast gemerkt, das Ding ist urslang. Und es gibt trotzdem Leute, die gucken sich das an. Finde ich mega geil. Der eine hat gemeint, er guckt es immer zum Bügeln irgendwie am Sonntag an. Das motiviert auf alle Fälle. Und der andere Kollege, STCPMT, im Endeffekt hat wirklich super geilen Input mir gebracht. Der hat damals schon gemeint, dass es dieses Bauteil ist, was Apple jetzt im Endeffekt sogar ausgetauscht hat. Und ich fand das halt so geil, dass du so eine Leute auch da draußen hast, so eine Community, die so geilen Input im Endeffekt bringen. Ich habe von Apple nicht wirklich eine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich fand es halt geil. Und selbst die von Apple Service Provider hatten anscheinend auch keine Ahnung, weil die bloß zurückgesetzt haben, wir haben einen neuen Account eingestellt und haben gemeint, entweder geht die SD-Karte oder sie geht halt nicht. Und ich akzeptiere dann erstmal die Aussage, aber wenn dann einer wirklich nochmal dahinter steht und sagt, hier, nee, gibt's öfters mal Lötstellenprobleme oder irgendwas anderes. Deswegen komme ich auch auf das Ding. Du hast halt im Internet bei YouTube viele geile Leute, absolut auch immer. Und die Leute fokussieren sich sehr, sehr viel auf Hater oder wenn irgendein Negativkommentar ist. Wo ich mir dann aber sage, klar, ich habe auf meinen Videos auch, besonders auf den größeren Videos oder die eine größere Menge erreicht haben, desto mehr Hater zieht das natürlich auch an oder die damit nicht so einverstanden sind mit dem Content, den du gemacht hast. Aber ich würde mich davon auch nie runterziehen lassen. Ich würde immer Hater oder beziehungsweise negative Kommentare immer relativ sehen und Views und Abos und irgendwelche positiven Sachen immer absolut. Das heißt, wenn du 30 Views auf dem Video hast, klingt mega, mega wenig. Aber wenn du jetzt daran denkst, dass damals in deiner Schule beispielsweise 30 Leute die ganze Klasse war, das heißt, deine ganze Klasse hat dein Video gesehen, dann finde ich das eigentlich schon eine relativ große Summe. Und wenn du davon dann vielleicht ein, zwei hast, denen das halt nicht gefallen hat, ja dann, so what, ist halt immer so. Dasselbe bei 200 Views, 200 Leute, es ist wirklich eine extreme Summe, das ist wie ein ganzer Hörsaal. 1000 bis 5000 Views, ist halt ein Konzertsaal, das vergisst man immer relativ schnell. Ja, die ganzen Videodays, ich glaube, das waren knapp 18.000 Leute, also wenn du 18.000 Views, klingt für YouTube halt jetzt nicht nach so viel, aber man vergisst das immer schnell durch diese ganzen Abos und Views und dann klickst du, das sind halt wirklich nur noch Zahlen und man vergisst im Endeffekt die Leute, die eigentlich dahinter sind und dann ist halt klar, dass du irgendwo ein paar Leute halt nicht abholen kannst oder denen das halt nicht gefällt, das ist ganz natürlich, aber man, ich kenn's ja selber, man fokussiert sich irgendwie auf die Negativkommentare, denkt sich, ah nee, warum hat ihm das nicht gefallen und hinterher, du kennst die Leute dann auch nicht und denkst dann irgendwann, ey, ja, dann so what, ich kann nicht alle glücklich machen, deswegen Hater, sieh sie immer relativ, das sind vielleicht ein, zwei Leute, wenn du vielleicht lass es 100 Aufrufe sein, dann sind ein, zwei Leute, wo du denkst, ja, ja und ein, zwei Leute, das ist, hast du immer mehr oder weniger die Streuverluste. Dann fokussier dich lieber auf die Positiven und denk dir, fuck, du
du hast 100 Leute erreicht. Das ist eine ungemeine Summe, die muss man sich wirklich mal vorstellen. Und ja, lass ich deswegen davon nicht runterziehen und scheiß auf Hater, das gibt's einfach nicht. Okay, cool, das erstmal zu dem fixen Update. Ich sitze gerade wieder an ein paar anderen Sachen nebenher noch dran. Und ich habe das Zimmer wieder gewechselt, neuer Monat. Wohnungssuche geht immer noch weiter. Okay, I keep you updated. Und ein paar Sachen an technischen Sachen, was Telefone angeht oder so. Und Festplatten und auch Mac habe ich auch noch in der Pipeline. Komme ich bloß gerade noch nicht dazu zum Schießen und zum Drehen. Das war's soweit zum Update. Ich danke den Leuten, die immer irgendwie kommentieren und wirklich coolen Feedback dalassen. Achso, und einen kurzen Part, den ich komplett vergessen habe, hier eigentlich mit einzubinden, ging mir darum, wenn ihr euch auch dafür interessiert, für YouTube-Statistiken und wie man Sachen vielleicht ansieht. Ich habe halt meine Belegarbeit damals darüber geschrieben oder meine Abschlussarbeit vom Studium, deswegen auch mit Easy zusammen, hatte da 8 YouTuber interviewt und ein paar Werte rausgefunden, auch zu Engagement Rates und lauter solchen Sachen. Ich fand es ganz interessant, auch den Care-Wert zu sehen. Also auch die großen YouTuber mit 1 Million Leuten, die erreichen halt nicht immer alle 1 Million Leute. Und das ist ein Irrtum, den man halt immer sehr, sehr schnell auffliegt, wo man sagt, oh guck mal, ich erreiche jetzt, hab x Amount an Abonnenten, aber nicht alle sehen das. Das geht nicht nur dir so, es geht vielen so. Und auch was Conversion Rates zum Beispiel angeht oder wie viele Likes auf irgendeinem Video sind. Ich überlege dafür nochmal ein Video zu machen, wo ich mein Ergebnis einfach vorstelle. Wenn euch das interessiert, dann ja, lasst gerne mal einen Kommentar da. Ich werde es sowieso machen, weil ich einfach Bock drauf habe. Gut, bis dann. Ciao. Und vielleicht interessiert es ja dann den einen oder anderen. Und noch ein anderer Punkt, auf den ich kurz eingehen möchte. Hater, ja, was, wer oder was gehört zur Kategorie der Hater? Vielerorts sind es einfach nur Neider, die irgendwie neidisch sind auf irgendeine Sache. Oder was ich noch rausgefunden habe, wie du Dislikes oder Negativkommentare bekommst, ist halt einfach nur die Expectation, die die Leute haben an ein Video, sei es durch das Thumbnail, sei es durch einen Titel und den eigentlichen Videoinhalt. Das heißt einfach, wenn deine Erwartungshaltung niedrig ist und das Video, was du bekommst, ist relativ gut von der Qualität, dann bist du halt positiv überrascht. Hast du ansonsten eine hohe Erwartungshaltung, was du einfach erwartest von dem Video und es delivert dann im Endeffekt nicht, bist du halt natürlich enttäuscht. Somit kommt das meistens zustande. Es kann aber auch sein, dass du eine Erwartungshaltung hast an ein Video und du bekommst was komplett anderes zu sehen, bist aber trotzdem positiv davon beeindruckt. Ja, dann funktioniert es halt auch. Deswegen Expectation and Reality. Und wenn das on par ist, funktioniert es. Wenn es sogar noch höher ist, ist es noch geiler. Und meine Erfahrung ist, wenn Leute deine Art und deinen Stil schon kennen und wissen, das Video halt einzuschätzen, ist es halt eine ganz andere Sache, als wenn Leute dein Video schauen und du hast halt noch, die haben halt vorher noch gar nichts von dir gesehen und denken, okay, what the fuck ist das jetzt? Das sollte man vielleicht noch im Hinterkopf behalten. Deswegen, don't judge the haters too hard. Bis dahin. Ciao.